Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Du siehst hier das zweite Video zum Thema Gedächtnis. Ich erkläre dir heute an einem Modell die Funktionsweise unseres Gedächtnisses. Außerdem erfährst du, welche Aufgabe das Zwischenhirn beim Abspeichern von Informationen hat. Damit du heute alles gut verstehen kannst, solltest du dir das erste Video zu diesem Thema bereits angeschaut haben. Du weißt bereits, dass unser Gehirn ständig Informationen von den Sinnesorganen empfängt. Diese Informationen werden entweder im Kurzzeitgedächtnis oder im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Doch wie soll man sich dieses Filtern und Abspeichern von Informationen? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com